ein Zeichen dafür, dass sie sich weiterentwickelt oder auch nicht. Ne? Wenn sie immer wieder die gleichen Fehler macht, was natürlich langweilig ist, dann entwickelt sie sich nicht weiter. Wenn du deinen Protagonisten also in die Versuchung führst, ist das für dich als Autor eine total gute Gelegenheit, die Entwicklung deiner Figur vom Anfang der Geschichte bis zum Ende zu zeigen. Und wenn du dann auch zeigst, wie sich deine Figur im Laufe der Geschichte durch die Versuchung verändert, oder wenn du zeigst, dass sich das, was sie in die Versuchung führt, verändert. Aloha und herzlich willkommen zum Bookerfly Schreib dein Buch Podcast. Hier bekommst du wöchentlich tolle Snacks und Impulse rund um das Thema Buchschreiben, Vermarkten und Veröffentlichen. Hallo und willkommen. Mein Name ist Eva-Maria Nielsen. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammen sind, um über Versuchungen zu reden. Und zwar kam ich auf das Idee, weil ich heute Schokolade genascht habe. Und zwar ist eine meiner Lieblingssorten, seitdem ich jung bin, die Milka. Und damals, als ich jung war, gab es da so einen Reklamespot von der Milka, wo es hieß, es ist die zarteste Versuchung, seitdem es Schokolade gibt. Ich habe die Melodie noch im Ohr, aber ich erspare euch zu singen. Ja, und um Versuchungen geht es heute auch. Um die Versuchungen, die nicht immer zart sind in unseren Büchern, aber die wir brauchen. Denn Versuchungen können ganz viel Spannung in den Text bringen. Aber, um es klar zu sagen, eine Versuchung muss nicht schlecht sein. Sie kann etwas Gutes sein. Sie kann genau das sein, was deine Figuren brauchen. Wie, ich weiß nicht, vielleicht die andere romantische Hauptrolle in deiner Geschichte oder eine Nacht, wo sie all das loslassen, was sie bisher behindert hat, wo sie die Fesseln der Vergangenheit abschütteln oder einfach lernen, Nein zu sagen oder Ja. Also Versuchung, auch wenn das bei Milka, da war ich immer so ein bisschen im Zweifel. Ne? Ist das nun eine gute Versuchung, eine schlechte Versuchung? Schokolade ist schön und gute Bücher und Versuchungen sind auch klasse, denn sie sind nicht unbedingt etwas Schlechtes. Manchmal ist es ein Angebot, das man wirklich braucht, so eine Versuchung. Man hat jahrelang einen Impuls ignoriert, unterdrückt und vermieden und jetzt soll er ausgelebt werden. Man soll mutig werden, wachsen. Aber egal, ob die Versuchung etwas ist, was deine Figur annehmen muss oder sie widerstehen soll, eine Versuchung zeigt immer, was für eine Person wir da im Buch haben. Und darum geht es. Versuchung enthüllt den Charakter deiner Figur, kann auch ein Symbol und ein Zeichen sein, ein Zeichen, wofür ja wer deine Figur eigentlich ist, ein Zeichen dafür, dass sie sich weiterentwickelt oder auch nicht. Ne? Wenn sie immer wieder die gleichen Fehler macht, was natürlich langweilig ist, dann entwickelt sie sich nicht weiter. Wenn du deinen Protagonisten also in die Versuchung führst, ist das für dich als Autor eine total gute Gelegenheit, die Entwicklung deiner Figur vom Anfang der Geschichte bis zum Ende zu zeigen. Und wenn du dann auch zeigst, wie sich deine Figur im Laufe der Geschichte durch die Versuchung verändert, oder wenn du zeigst, dass sich das, was sie in die Versuchung führt, verändert, dann wird dein Leser sofort erkennen, aha, diese Person hat sich verändert, sie hat eine Transformation erlebt und das ist spannend. Versuchung deckt immer die fatalen Schwächen einer Figur auf. Das ist egal, ob das jetzt ich bin, die jetzt eine platte Schokolade nascht, obwohl ich mir vorgenommen habe, das nicht zu tun, oder ob ich mir einer größeren Versuchung nachgebe. Wenn du deine Figur im Buch in Versuchung führst, dann sollte sie wirklich auch eine konkrete Wahl haben. Also da sollten mehrere Dinge auf dem Spiel stehen. Da sollte diese Handlung, die deine Figur dann wählt, entweder indem sie der Versuchung nachgibt oder eben nicht, dann sollte das etwas in der Geschichte auch bewirken. Also zeige oder erzähle dem Leser etwas über deine Figur, zeige den Werdegang am Anfang der Geschichte, ne? Wer ist diese Figur? Und dann erzeuge eine von der Figur angetriebene Handlung. Die Figur ist der Motor deiner Geschichte. Sie muss ein Ziel haben und sich diesem Ziel entgegenstrecken und dafür bereit sein, etwas zu opfern oder vielleicht auch ihre Werte zu opfern oder etwas, was ihr wirklich wichtig ist. Und dann muss sie sich mit den Konsequenzen ihres Handelns auseinandersetzen. Das hört sich alles leicht an, aber wie macht man das? Wähle eine Hauptperson und dann frag dich, was ist ihr Ziel? Was verlockt sie? Was ist das? Ist das ein Gefühl, dem sie nachjagt? Zum Beispiel, ich möchte gerne berühmt sein oder ich möchte geliebt sein. Ist es Geld? Sind es Beziehungen? Oder ein Hinweis, dass man einem Pfad folgt, also zum Beispiel einen Schatz finden möchte. Man hat eine Schatzkarte gefunden.
Entwickle in der Szene, die du schreibst, einen Handlungspunkt, der dir eine dieser Möglichkeiten bietet. Und dann baue ein Gegengewicht ein. Etwas anderes, das sie wählen können. Also sie haben ein Ziel und es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Was werden die tun? Und das muss normalerweise nichts Großes sein. Es kann manchmal auch einfach so eine Frage sein wie, esse ich jetzt das Stück Milka oder rufe ich meine Mutter an? Oder kaufe ich den Lamborghini? Oder gebe ich das Geld an eine großartige Umweltinstitution? Das wäre natürlich dann schon etwas Größeres. Ne? Ein Lamborghini kostet mehr als eben eine platte Tafelschokolade. Die Chance, mit jemandem in Kontakt zu treten, der dich beruflich weiterbringt, statt Zeit mit einem alten Freund zu verbringen, der dich braucht, da zeigst du auch den Charakter. Oder du willst jemanden dazu bringen, Informationen preiszugeben, die er nicht preisgeben soll. Ja, was ist das für eine Person? Biete deiner Figur die Chance, das Falsche zu tun oder etwas auf die falsche Art und Weise zu tun und lass dann den Leser sehen, wie sie die Wahl treffen und wie sie mit der Wahl, die sie getroffen haben, leben und sich entwickeln. Das, was du dich fragen musst, das ist, was ist das größte Problem bei deiner Geschichte? Wenn du jetzt an deine Geschichte denkst, an der du gerade arbeitest, schreibst, plottest, was ist der größte Kampf, den deine Figuren bestehen müssen? Was bringt dich dazu, die Geschichte weiterzuschreiben, in die Tastatur zu hauen und nicht daran zu verzweifeln, dass du sie jemals fertigstellst und ganz toll zu Ende schreibst? Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei Versuchungen und wenn dir die Ideen ausgehen, dann hol dir doch ein Stück Schokolade. Denn Zucker bringt uns auch ganz oft ja ein bisschen wieder Energie zurück, kreative Energie. Ich wünsche dir einen schönen Tag und danke, dass du dabei warst. Wir sehen uns im Bookerfly Club. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dir haben die Tipps gefallen und wünschen dir viel Freude bei der Umsetzung. Ja, wenn du mehr von uns möchtest, dann folge uns auch gerne auf Instagram. Du findest uns dort unter Bookerfly oder schaue vorbei auf www.bookerfly.club.